Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir sind hier immer noch in dem Nix gefangen und müssen irgendwie den Dämon der Drekat aufhalten. Jetzt haben wir hier noch eine Tür, aber die können wir auch nicht benutzen. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal was lernen. Aber immerhin, wir haben jetzt schon mal die Fähigkeit erlernt, zur Maus zu werden. Und jetzt gehen wir mal wieder durch das Portal des Nix und sehen hier wieder diese Karte. Und wir müssen diesen äußeren Ring hier vernichten, damit wir hier in Mitte des Allerheiligsten kommen können und den Dämon der Trägheit vernichten. Aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal diese Fähigkeiten von den anderen Dämonen aneignen. Und das kann etwas dauern. Das ist so eine etwas längere Phase. Das einzig Gute ist, das Lyrium heilt uns immer wieder hoch. Und wir haben hier das erste Mauseloch. Da können wir mal durchgehen. Fortgeschrittene. Und wir wandeln uns in eine Maus. Und schauen mal, wo wir hinkommen. Okay, was haben wir hier? Essenz der Klugheit. Permanent 1 auf Klugheit bekommen. Schön. Das ist nämlich auch das Praktische. Hier gibt es so ein paar Orte, wo man einfach so seine Attribute dauerhaft aufbauen kann. So, ich glaube, wir müssen gehen jetzt wieder zurück. Gut, gehen wir mal durch das hier. Oh. Bitte sei nicht gegen Feuer immun. Natürlich sind die gegen Feuer immun. So, das heißt, wir holen uns jetzt hier unsere Blitzzauber. Betrachtet es als erledigt. So, nochmal. Weil es so schön war. Ach, der ist jetzt gerade. Dann den Kältekegel. So. Da haben wir nochmal. Wir kommen da momentan nicht durchs Feuer, aber wir können das Mauseloch benutzen und mal schauen, wo wir da hinkommen. Wir kommen da auf die andere Seite. Hallo, du sollst dich in eine Maus verwandeln. So. Und dann kommen wir jetzt hier auf die andere Seite. Gucken, wo wir sonst noch sind. Und wir sind übrigens auch getarnt, wenn wir als Maus rumlaufen. Das heißt, die Leute sehen uns nicht. Das ist natürlich auch vorteilhaft. Später lernen wir dann noch andere Verzauberungsformen, mit denen wir noch schlagkräftiger sind. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Ah, wieder der hier. So. Kältekegel. Zurück! So, und den Schock. Wie ihr meint. So, der wäre auch erledigt. Lyriumader. Okay. Überlegen, überlegen. Wo kommen wir dahin? Inhalt wird gespeichert. Das scheint etwas Schwierigeres zu sein. Gut. Ein brennender Hund, noch mehr brennende Hunde. Dann bereiten wir mal hier schon mal den. So. Kältekegel. Betrachtet es als erledigt. Und den Schock hinterher. Sehr schön. Und da ist wieder ein brennender. Sogar zwei. Ja, jetzt habe ich da keinen. Ganz kurz den Countdown runter. Okay. Das müsste jetzt gereicht haben. Ja, komm. Ja, beide. Oh, jetzt kommt da noch ein dritter. So. Frost.
Ich werde es tun. Und die sind auch erledigt. Schön. Den wir auch erledigt. Da ist wieder ein Mauseloch. Da kommen wir auch weiter. Gut, dann gehen wir erstmal wieder durchs Mauseloch. Oh, nee, erstmal die Hunde. Ah, ich hasse Hunde. Also ich mag eigentlich Hunde, aber keine brennenden Hunde. Brennende Hunde sind nicht so mein Kragenweite. So, und Schock. Und ja. Silurium kann ich gar nicht benutzen gerade. Und wieder Maus. Und dann gucken wir mal wieder, wo es hinkommt. Oh, es speichert schon wieder. Das ist kein gutes Zeichen. Ich muss den Zorn kontrollieren. Nein. Erstmal wieder hier fortgeschritten zurück. Und den Templerträumer. So. Aber er brodelt. Er brennt. Ihr müsst sterben. Oh, das sind dann sogar zwei gleich. Der ist immun dagegen. Das ist natürlich auch nicht toll. Blutvergießen lässt sich kein Ruhm erringen. Ich werde es tun. Der Zorn verblasst. Ich bin frei. Nehmt Vargos Kraft. Setzt sie ein und verbrennt ihn. Verbrennt sie alle. Er beschützt den Dämon der Trägheit. Er versperrt den Weg. Ihr müsst die Tür zerstören. Andere Träume. Andere Kräfte. Der einzige Weg. Oh, ich habe eine neue Formwandlerfähigkeit bekommen. Schön. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen das Lyrium. Was habe ich denn für eine neue Fähigkeit bekommen? Mal schauen. Ich habe jetzt hier Feuergestalt. Als Feuergestalt bist du immun gegen Flammen und kannst durch Feuer gehen. Gleichzeitig bist du aber anfällig gegenüber Kälteangriffen. Okay, das ist gut. Dann können wir, nehmen wir die erstmal. Gehen mit der Maus wieder zurück. Und gehen mal ein bisschen da durchs Feuer. Und schauen mal, was wir da finden. So, vielleicht finden wir ja noch ein paar. Nein, Feuergestalt, so. So, jetzt bin ich hier immun dagegen. Und ich habe jetzt hier so verschiedene Fähigkeiten. Das ist der ganz normale Feuerkegel, den wir kennen. Da haben wir den Feuerball. Was haben wir sonst noch? Einfach mal schauen, ob wir hier noch irgendwelche Sachen finden. Ah, da ist die Tür. Durch die können wir jetzt vielleicht gehen. Durch die hätten wir ja vorher nicht gehen können. Das Siegel hier können wir wahrscheinlich auch noch nicht öffnen, oder? Nein. Aber wir können jetzt hier durch die Tür gehen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich weiß natürlich nicht, ob wir hier schon eigentlich durchgehen sollten. Es kann sein, dass wir hier... Achso, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Okay, dann Portal durchs Nix. Den haben wir freigeräumt. Dann gehen wir mal hier hin. Also ich glaube, wir müssen erstmal einmal um den Kreis herum. Da kriegen wir die Fähigkeiten. Und dann können wir die Ecken des Sterns machen. Da sind dann die Dämonen, die wir besiegen müssen. Und... ich verwandle mich erstmal ganz kurz wieder in den Feuertypen. Und wenn wir das erledigt haben, die Tür ist nicht aufzubrechen, dafür ist mehr Gewalt nötig. So. Gut, wo sind wir jetzt hier? Gut, dass ich immun dagegen bin. Oh, aber damit gehe ich nicht immun. Blöder Frostmagier. Und ich bin tot. Nein!
Deine Reise endet. Letzten Spielstand laden. Dies ist nach hinten losgegangen. Ja, so viel dazu, dass man ja anfällig gegen Kälte ist. Das habe ich jetzt auch ganz gut gemerkt. So, dann machen wir es erstmal clever. Wir gehen erstmal durchs Mäuseloch. Zauber. Mäuseloch. Immer erstmal die Mäuselöcher gucken. Da ist was wieder. Zeichen der Stärke. Schön. Permanent 1 plus auf Stärke. Das ist auch nicht schlecht. Aber das war's hier in dem Raum. Mal gucken, was sonst noch gibt. Wieder zurück durchs Mäuseloch. Da ist noch ein zweiter Mäusetunnel gewesen. Dieser Lärm macht mich noch wahnsinnig. Unternehmt endlich etwas. Oh, stopft euch doch etwas Wolle in die Ohren. Ich höre gar nichts. So. Ich verwandle mich jetzt hier nicht in den Feuer, sondern mich in den Normalmenschen. Und Feuerball. Und der wird schon gecastet. Dann kann ich als nächstes das Gewitter wie ihr meint. Auf die. Ach, sie sind schon alle weg. Gut, das ging natürlich jetzt schnell. Und wunderbar, ohne dass sie mich gesehen haben. So hätte es vorher laufen sollen. Weitere Feinde erwarten uns. Feuerball wieder. Betrachtet es als erledigt. Was? Da geht hier. Ach, das ist noch das Gewitter von der anderen Seite. Was haben wir hier? Mal gucken, ich gehe wieder in die Mausgestalt. Das kann ich noch nicht betätigen. So. Wir können niemandem trauen. Wir töten. Und zwar jeden. Ganz wunderbar. Ja. Gut, wenn ich jetzt nicht unsichtbar gewesen wäre, dann hätten die mich alle angegriffen. Und so bringen die sich jetzt gerade gegenseitig um. Auch schön. Ich verwandle mich mal ganz kurz zurück. Und mach dir mal ganz kurz einen Kopf kürzer. Hehe, das ging schnell. Gut. Aber sonst ist in dem Raum nichts. So, der Diener ist auch weg. Gut. So als brennender Dämon, das gefällt mir schon mehr. Hier ist auch nichts Besonderes. Außer, dass man hier nur als Feuerdämon durchkommt. Oh. Gegen die komme ich jetzt so nicht an in der Feuergestalt. Da muss ich mich zurückverwandeln. Und ich nehme hier meinen Schock. Und den Kältekegel. Wie ihr meint. Und verwandle mich wieder zurück, damit ich durch das Feuer gehen kann. Schön. Und
Nein! Verdammt! Ich war wieder zu übermütig. Letzten Spielstand laden. Wieder viel zu übermütig gewesen. Verdammter Mist. Eilschocken verstehen etwas von öffnen. Eilschocken, genau. Das sind die Betrunkenen. So. Jetzt bin ich wieder hier. Oh nee. So, also wieder Maus. Maus, Maus, Maus. Gott. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier eine kleine Pause und kämpfe mich vor bis zu der Stelle, wo wir vorher waren. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.